Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas von PlayerGallon. In der heutigen Folge steht mal wieder ein YouTuber-Besuch an. In der heutigen Folge werden wir Misa COC besuchen. Falls ihr ihn noch nicht kennt, checkt mal seinen Kanal aus. Link ist ganz oben in der Beschreibung, ist sogar noch blau markiert. Er ist im Clan Misa Army oder so ähnlich war das. Genau hier. Und er heißt Misa. Auf jeden Fall, er bringt wirklich regelmäßig COC-Videos raus. Und wenn ihr noch mehr COC haben wollt, schaut doch mal bei ihm vorbei. Lasst einen lieben Gruß da. Und abonniert ihn doch. Hier der Anführer, Misa, Level 100, Silberliga 1. Momentan wahrscheinlich am Farmen. Razzle 9, Farming Base. Exposed Level 3. Deine dunklen Bohrer sind in der Mitte. Okay, du willst eindeutig das Dunkle schützen. Ist nicht ganz optimal, wegen, wenn beides voll ist, dann kann man es ganz leicht wegblitzen, oder? Du hast vor, erstmal dein dunkles Lager ein bisschen zu füllen, da es momentan nicht allzu sehr gefüllt ist. Und ja, Kanonen Level 11, Bogenschützentürme Level 10 und 11. Einen hast du auf 11, hast du einen im Ausbau in der Ecke? Nö. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Das sind 6 Stück, hast einen auf 11, die anderen auf 10. Luftabwehren Level 6, Magiertürmasse 2 auf 7, 2 auf 6, Minenwerfer hast du 1 auf 7, andere auf 6. Okay, das sieht doch eigentlich schon relativ gut aus. Ich bin ein bisschen weiter von den Verteidigungsgebäuden her, von den Mauern her glaube ich auch. Kann man jetzt aber schwer beurteilen, da ich ja gerade so eine Trophy Base habe und ich am Pokale sammeln bin. Ich will ja World to Champ, habe ich gestartet und ich werde es auf jeden Fall durchziehen. Egal wie hart es wird, ich versuche wirklich mein Bestes rauszuholen, aber wir kommen wieder zu Misa. Joa, eigentlich von den Verteidigungsgebäuden her ist es relativ gut. Ich glaube, das weißt du auch selber, da du wahrscheinlich schon erfahrener Clasher bist. Die Flächen schälen als erstes hoch, dann der Rest. X-Boss hast du schon auf 3. Joa, kann man auch machen. X-Boss sind auf jeden Fall auf dem Radlevel sehr wichtig. Wir gucken einfach mal in dein Profil rein. Barbaren Level 6, Riesen Level 6, Kobold Level 5. Ja, scheint alles in Ordnung zu sein. Sprungzauber kannst du noch auf 2 machen. Heilzauber kannst du noch auf 6 machen. Schweinereiter hast du schon auf Max. Golem 4, sehr nice. Der Golem auf 4 ist wirklich sehr wichtig für CWs. Ich glaube, das weiß du auch selber. Denn einige haben den noch nicht auf Max. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Einheiten auf Radlevel 9, wenn man im CW erfolgreich sein will. Der Lavahorn natürlich auch. Hast du auch schon auf Max auf Level 2. Das passt doch. Sternekarte hast du noch nicht 150. Okay, ja, muss man nicht. Ist auch optional. So, gewinne 5000 mehr Spielerkämpfe. Habe ich auch noch nicht. Ich bin, glaube ich, auch ungefähr bei der 3000. Ich weiß aber nicht ganz genau. Aber du hast eindeutig mehr Verteidigung gewonnen. Wahrscheinlich hattest du länger eine Trophy Base. Kann ich nicht beurteilen. Kannst du mir unten in die Kommentare schreiben. 16.000. Ich glaube, ich bin gerade bei der 20.000 irgendwie bei den Spenden. Minenwerfer 3300. Ich habe keine Ahnung, wo ich da bin. Werde Champion hast du auch noch nicht geschafft. Ja, das ist auch relativ schwer, wenn man das zugibt. Also, ich bin im Meister 3 und komme langsam schon an meine Grenzen. Denn wenn ich jetzt überlege, ich muss 90 Gems für einmal Boosten zahlen. Einmal 40 für die normalen, 20 für die dunklen, 20 für die Helden und 10 für die Zauberspruchfabrik, macht 90 Juwelen. Zurück zu Misa. Stiehl 1 Million dunkles Elixier. Hast 900k gestohlen. Ja, wenn wir jetzt runden. Werde Champion hast du noch nicht. 250 X-Bögen hast du auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Ich glaube, ich habe das auch noch nicht geschafft. Pferd und Türme hast schon 24 zerstört. 150 Sterne hast du noch nicht gesammelt. Okay. Das wundert mich. 20 Millionen hast du schon durch Clankriegsboni bekommen. Das läuft doch auch. Deine Base scheint mir wirklich gut zu sein. Mauer 9 läuft gerade die Road dazu. Verteidigung hochmachen, dann die Mauern. Dann kannst du auch auf Radsimmel 10 gehen. Natürlich sollst du deine Truppen vorher so gut wie möglich maxen. Die Zaubersprüche würde ich auch unbedingt machen. Heilzauber auf Level 6 bringt wirklich einiges, auch wenn man Balunion benutzt. Das ist wirklich, glaub mir, das ist ein Unterschied. Einige mögen es nicht glauben, aber, oh, gewonnene Verteidigung 4 und gewonnene Angriffe 1? Echt jetzt? Du bist auf Farmer oder greifen die alle von irgendeiner Seite an? Okay, das weiß ich nicht. Also ich würde dann sagen, das war's dann schon mit der heutigen YouTuber-Besuchsfolge. Falls ihr ihn noch nicht kennt, checkt doch mal seinen Kanal aus und WhatsApp wollt sich auch mal wieder melden. So, checkt seinen Kanal aus, lasst ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!